Startes Spiel. Scheiß drauf, wenn wir jetzt verlieren. Ach, habe ich halt nur noch 30 Punkte, macht nichts. Ja, dann können wir danach ein leichteres Spiel machen, weil ich verliere dann auch nochmal 50 bis 60 Punkte. Naja, aber irgendwie danach machen wir dann immer kein Spiel mehr. Dann ja, vollkommen richtig, Philipp. Also nächste Woche oder nächsten Monat dann. Dann können wir ein einfacheres Spiel machen. Da ist wieder. Hast du wieder einmal allein gespielt und wir 500 Punkte gemacht oder so? Ich spiele nicht immer wer alleine, da verliere ich ja. Oh, Christian, du Lagger. Ich lagge nicht. Lag. Du bist der Einzige, der nicht bereit ist, wie Nein, immer. Nein, ich bin bereit. Wie Ihr immer. Seid alle nicht bereit. Guck, ich bin bereit. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich hol mal gleich einen Kühlwagen. Soll ich trotzdem rechts machen oder? Nee, brauchst du nicht. Aber nimm mal den hinteren Punkt ein. Beide. Oh Gott, leckt das so. Leckt das wirklich so? Aber mir leckt's nicht. Oh Mann! Könnt ihr mal an, wie langsam meine Typen rennen? Dann leckt's nicht, aber das leckt nicht bei mir. Es läuft langsam so rum. Ja, darauf kann ich gerade nicht gucken. Oh, oh, die haben auch was. Oh Gott, ja, es leckt. Hast recht. Oh nein, der kann viel mehr schießen wie ich, aber er brennt. Der blöde ist das blöde Arschloch. Ich habe ihn entwarnt, aber er hat meinen Motor. Lob, jetzt schnell Infanterie in die Mitte, Philipp. Go, 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 go. Oh, Spiel ist schon ein bisschen laggy. Ja, die beiden Typen haben alle 300 Ping. Oh, das wird unlustig. Lauf schneller, du blödes Arschloch. Oh Mann. Da liegt ein Panzerjäger übrigens. Interessanter Start. Sturminfanterie geholt. Feind voraus! Ich fahre den Kühlwagen ein bisschen vor. Verstanden! Sag mal, es läuft alles so langsam. Ja, das ist, weil die beiden so einen hohen Ping haben. Warum zur Hölle ist der jetzt umgefallen? Er hat doch volles Leben. Ehrlich jetzt. Oh Mann, das sind solche Lager. Und dann beschwerst du dich über mich, oder wie? Christian, ich werde mich nie wieder über dich beschweren, es tut mir so leid. Hast du jetzt aber lange überlegt für die Nachricht, oder wie? Hast mich? Du konzentrierst dich so, geht alles zu schnell, oder wie? Ja, unbedingt. 45 Sekunden bis zum Scharfschützen. Ja, den brauchen wir. Am besten lässt du deinen links und ich lass meinen Mitte. Links ist bisher gar nichts. Ja, gut. Gut so. Guck mal, ob du da irgendwie Infanterie ranbekommst, damit du da ein bisschen flankieren kannst. Das wäre ganz toll. Weil die sich verficken im Geschütz, die pissen mich jetzt schon. Walken die? Tja, hinter den Sandsäcken. Ein Truppführer, ah! Ah, nee, ja, war nur normaler also links Location. Haben sie auf jeden Fall gesichert. Ja. Ich hatte gehofft, dass sie nicht haben. Ja.
Ach, scheiße. Wird erledigt. Boah, Alter, das ist so langsam, das Spiel. Das ist so übel, gell? Komm, da läuft meine Mutter schneller. Jawohl, verstanden. Jawohl. Verstanden. Feuer auf mein Kommando. Auf die Infanterie. Einer weniger will nicht sterben. Ich habe jetzt einen Scharfschützenwetter an. Aber auch an, schon. Hätte ich ja sagen können. Ich glaube, ich höre einen Panzer. Das heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, ich höre einen Panzer. Ja, da hinten. Scott. Aber der bleibt im ersten Schuss sauber. Mein Jeep weggehauen, mein Kühlwagen. Scott da hinten. Yep. Ich kann gleich ein 4G holen, soll ich? 4G auf gar keinen Fall. Na, dachte ich mir schon also. Sag mal. Hab ich ja gerade Blubbergeräusche gehört? Nicht von mir. Nein, ich meine jetzt ingame. Es ist wie wenn irgendein Fahrzeug versoffen wäre. Komisch. Ja, bei mir jetzt auch. Vielleicht sind es auch die Kühe. Als ich links hingegangen bin, kam bei mir auch das Geräusch gerade. Ich glaube, das war die Kühe. Hat die Gewehrschützen von mir getötet? Such an asshole. Hat auf deinen Scharfschützen auf, gell? Ich hab den schon nach links gebracht. Wollte den jetzt nicht riskieren. Ja, ich versuche gerade immer einen abzuknallen vom Gegner und dann abzuhauen. Ach, da versteckt sich einer. Ich glaube, ich habe jetzt alle MG-Schützen ausgeschaltet. Also wenn es so weitergeht, dann... Noch 90 bis zum 4H bei mir. Ja, dann spar lieber noch ein bisschen auf den Stock oder so. Ach, dieses Ding im Arsch. Stock sind noch 200. Ja, aber Stock ist ja auf jeden Fall mal besser als... 4H. Der hält nämlich so wenig aus. Verstanden!
Na, oh, die versuchen mit Rauchen in die Welt zu kommen. Wie süß. Jawohl. Falls ihr dann links oder den Spy, den musst ihr schleichen lassen. Ja, ich dachte, ich hätte alle Typen erwischt. Ja, trotzdem. Hab meinem Scharfschützen den weggeschossen, wo ich wusste, dass er da ist. Überhaupt nicht gedacht, dass da noch einer im Gras hockt. Ja, dann schleicht den nächsten. Vielleicht hat er es halt nicht gesehen. Was glaubst du, kann ich rechts angreifen? Glaubst du, du musst rechts angreifen? Ich glaube nicht, dass ich muss, aber ich glaube, dass ich sollte. So mache ich jetzt. Mein Scharfschützen. Verstanden! Also ich kann gleich noch 60 bis zum Stock. Okay. Also ein bisschen mehr als 60. Dein MG-Schütze steht unter Feuer. Schon die ganze Zeit. Bisher hat er nicht erwischt. Das interessiert mich nicht. Das ist lustig, wie wir das jetzt machen mit Direktsteuerung. Oh shit, 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 shit. Das wird oh, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Lustig. Hier hinten, mein lieber Scharfschütze. Brauch dich hier schnell. Oh shit, die haben da eine Bazooka. Genau, hab die Bazooka. Was heißt sie? Achso, rechts. Ich versuche gerade anzugreifen, aber das ist. Also, mit Direktschaltung kann man heute nicht so viel machen. Yay, Philipp hat einen MG-Schützen ausgeschaltet. Kommt. Gut. Hab jetzt gerade vergessen. Oh shit, Steffi, rechts. Steffi? Steffi. Rein in die Kirche, nein. Schnell. Einer hat's geschafft, oder? Ja, einer hat's geschafft. Und der Rest schleicht außen rum. Aber kommt ein ganzer Zug Sturminfanterie. Was, das schaffen meine Volkssturmler? Sag mir mal, wenn der sich zu mir dreht, der Chefi. Zu dir? Ja. Er ist gerade mit meinem Volkssturm beschäftigt. Welt. Sehr gut, sehr gut. Mein Volkssturm in der Kirche hält die Horden an Infanterie auf. Schieß sie. Erschieß sie, mein teurer Soldat. Was ist denn mit dem Scott passiert? Ich hab ihn noch nicht. Aber ich sehe ihn gerade auch nicht. Ja, er schießt ja auch nicht mehr. Oh, doch, er schießt, oder? Meinst ja. du, er lockt mich? Meinst du, da ist irgendwo ein Hellcat oder so? Ah, nö, glaube ich nicht. Hätte man gesehen. Hol dir. Bitte stehen bleiben und dann schießen. Oh Gott, viel Infanterie in der Mitte. Ah, die kriege ich. Brauchst nicht auf die Infanterie schießen. Hey, mein MG macht ja auch gut alle. Ja, die MGs. Ich hab gerade noch ein schweres geholt. Oh, vielleicht habe ich ihn getroffen. Sah zumindest aus, als wäre der Schuss gerade an etwas abgeprallt. Ja, dann weißt du, wo er ist, jetzt schieß weiter.
Die haben einen Panzer gebaut, fahr zurück. Ich hab's auch gerade gedacht. Ich hab's gesehen. Ich hab irgendwas hinten gesehen, ne? Ja. Ich würde einfach mal auf den Hellcat tippen, weil wir sehen ja gleich, ob es irgendwann. Ich sag ein Jumbo oder ein 76er Sherman. Pershing glaube ich noch nicht. Ja, glaub schon. Hellcat. Kommt rechts, Hellcat. Ja. Ja, Philipp. Du hattest recht, ist alles in Ordnung. Schlaffleit ist ja. LOL! Mein Volkssturm hat ihn verschossen. Der stellt sich an die Scheibe. Mein Volkssturm, Alter. Der zieht ihn einfach ab. Kann ich mich Hellcat entgegensetzen? Ah, näher würde ich nicht gehen. Aber ich muss den Buckel da hoch, sonst kann ich nicht schießen. Ja, du musst den Buckel erst hoch, wenn du ihn siehst. Erst dann musst du das machen. Seh ich ihn? Nee, tust du nicht. Deswegen musst du auch nicht hoch. Oh. Kriegst du da irgendwo rechts so einen vielleicht drumherum oder so? Ich schick grad meinen Scharfschütze nach rechts, der gibt dir Sichtfeld. Und ich muss die Gegner schon vor die killen. Weil die nervt mich gerade irgendwie. Der Gegner tut Mitte. Rauch. Verrauchen. Ja, das finde ich blöd. Siehst du? Nein, aber das ist gar nicht eine Kette, aber da ist. Mein Volkssturm wird das überleben. Jawohl. Yes, sir. Der Volkssturm ist für die schwere Arbeit zu. Dings, wie heißt das? Egal. Oh, schade. Jetzt Hellcat. Jupp. Nein, die haben einen Volkssturm und. Oh Gott! Oh, Bofors in der Mitte! Oh Gott! Das ist nicht so gut, Philipp. Wie kriegen die jetzt ausgeschaltet, ohne mich zu zeigen? Fürs. Gar nicht, hol dir zuerst das Hellcat. Ja, aber das steht hinten rum. Soll ich kurz hinterfahren oder wie? Ja, dann schieß mal von hier, schieß mit der AP. Ja, das Ding muss weg. Es braucht zwar eine Weile, bis alle Versatzzüge kaputt sind, alle Infanteristen, weil ich hole jetzt neue, aber trotzdem muss es jetzt nicht sein. Oh ja, geil, nicht getroffen. Ich habe auch keine Kabel für den 4F, ich hab haufenweise Infanterie. Jawohl! Hellcat kommt. Nein, das ist nicht gut. Meine Typen sind zu klug, die stellen sich hinter den Stuck. Was ist in der Mitte für ein Panzer? Scott und Bofors. Okay. Okay, er geht kaputt. Nice. Probier ich zuerst einen Scott zu kriegen? Zuerst die Bofors bitte. Ich hab grad aber eh noch AP gehabt, deswegen. Ja. Nice. Ey, die lebt noch? Das war ein Volltreffer. Ja. Ja. Die lebt noch. Jawohl. Jawohl. Okay, kaputt. Gut. Oh no, 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 fuck. Ja, mein Scharfschützen. Hol das Gewehr. Guter Gedanke. Oh, das Gewehr ist weit weggeflogen. Verstanden, jawohl.
Hat er sonst noch irgendwas Nützliches dabei? Happy ist cooler. Oh Gott, wie viel sonstige wollen sie da jetzt noch? Treffen können. We one more shot. Jawohl, Motorkette. So, hast du gerade Munition geholt? Ja, just for fun. Verstanden. Okay, ne. Hauptgeschützturm vom Scott. Hast du noch mehr davon gehabt? Jawohl. Ist er fahrfähig? Nee, Kette. Nee, Motorkette, Hauptgeschützturm. Ich will nur noch ganz kaputt machen. Yep. Ja, wegen dem Chef hier rechts musst du auch noch aufpassen, gell? War nicht beschädigt. Aber ja, da ist außer im Moment drin. Okay, er brennt, er ist kaputt. Dann versuch mal den Chef hier rechts noch kaputt zu machen. Da ist der Scharfschütze. Ich hole mir den jetzt mit meinem Scharfschützen. Ich countersnipe ihn. Blödes Arschgesicht. LKW kommt. Vielleicht von der Bofors. Nee, der GMC-LKW ist schon kaputt gewesen von der Bofors. Das finde ich blöd. Bin ich mir relativ sicher, dass das vorne einmal dran stand. Eine zweite Bofors? Weiß ich nicht. Ich glaube eher Artillerie. Oh, scheiße. Ich muss verdammt nah ran, mit meinem Scharfschützen, den Gegner Scharfschützen zu töten. Ich hoffe, der überlebt. Deutschen wäre ich jetzt ziemlich angepisst. Ich weiß nicht, ob du einen in der Nähe hast, aber hier ist mein Ersatzscharfschütze tot. Ich weiß nicht wieso. Magst du dir kurz holen? Einen Moment. Ansonsten, ich habe auch gerade wieder ein paar Typen für die Mitte geholt. Ja, mach du es bitte. So. Aber es dauert wahrscheinlich einen Moment, bis die da sind, hätte ich gesagt. Kein Problem. Oh shit, da haben wir eben geschossen. Das ist jetzt schon scheiße. Ja, das ist jetzt scheiße. Ich glaube, der zielt auf mich. Bin ich gerade erschrocken. Ab den. Ich krieg den scheiß Chef hier nicht tot. Ja, dann lass es halt. Oh, und ich habe einen Panzerfahrer erwischt. Lol. Ja, der repariert wahrscheinlich. Okay, kaputt. So, hab deinen Scharfschützen hier aufgehoben. Ich habe jetzt meine Flak 38 geholt. Und jetzt schicke ich mal Infanterie hin mit hin. Jetzt ist ja Gott sei Dank der scheiß Scharfschütze von dem tot. Mit der Flak hole ich dann gleich das scheiß Gebäude, mache ich kaputt da. Das nervt schon ziemlich. Was hat denn das hier drin? Weil das hat ja nur Scheißsachen da drin. Bin ich mit 10 Rauchgranaten? Sind da Minen drin? Ne? Also beim Offizier sind glaube ich Minen drin. Ne? Können wir auch mal ausprobieren. Offizier bauen, weil der spottet ja nur. Da ist der Gegner, sieht ihn nicht, weil er nicht schießt. Das wäre doch auch mal ganz nützlich. Können wir mal gucken. Nächstes Spiel oder so.
Jawohl. Oh Mann. Soll ich noch einen Nebelwerfer wieder bauen? Kannst du machen, aber ich glaube, den brauchen wir nicht. Jetzt habe ich schon. Ja, okay. Ich habe einen Huni-LKW gekauft für mein schweres MG, also keine Munition mehr. Ah, da oben ist MG-Munition drin. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt, die 50 MP, die habe ich mir gegönnt, mal Philipp. Eigentlich haben wir viel weniger vom Spielfeld, wenn du es dir auf der Minimap anguckst. Ja, und links ist ja alles nur Feld. Da ist ja wirklich nichts wirklich Strategisches. Außer Leistungsabfall bei Spieler Gui.gnis. Ich glaube, wir haben sogar eine Chance, das zu gewinnen, Mann. Was heißt, wir haben eine Chance, das zu gewinnen? Also bisher gewinnen wir, aber bisher haben die auch noch nicht wirklich viel gekauft. Haben die irgendwelche Heldenpunkte ausgegeben? Nö, haben sie nicht. Wie viel MP hast du gerade? 1250. Du willst nicht auf den Jagdpanda sparen, oder? Jagdpanda? Habe ich eigentlich nicht vor, aber kann ich machen. Aber ich habe das Gefühl, der ist weg, Typ. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, du. Oh, der Arme. Aber es ist ein Ranglistenspiel, also wir werden nicht neu starten, auf jeden Fall. Sehe ich gar nicht dahin. Deswegen die Marschstelle Punkte verlieren. Soll er sich besser zum Land kaufen? Soll er ein anderes Land umziehen? Ist mir egal. Der andere wird bestimmt auch gleich zufälligerweise Leistungsabfall haben. Stimmt, höchstwahrscheinlich können wir beobachten, wie jetzt eine Weile nichts passiert. Und dann auf einmal. Ja, du dummer Sack von LKW. Fahr auf, das Schwere MG drauf, genau. Also ich stell den LKW mal hier. Da hat irgendwas von hinten vorgeschossen. Hab keine Ahnung was. Das da hinten ist aber jetzt zu Versorgungspunkt, lol. Wow. Glückwunsch, du hast gerade ganze Salve Nebelwerfer verballert, um 2 MP-Schützen und 2 Gewehrschützen zu töten. Nein, insgesamt waren es 6. Nein, es waren 4. Zwei, nee, ich glaube, stand nochmal 2 dran. Nein. Die stand bloß ein bisschen länger dran. Dann 2 in der Mitte. Nein. Und 2 links auf. Ja, sag ich doch. Guck, der hat rein zufällig hat der auch jetzt Leistungsabfall. Absolut rein zufällig. Solche Freigots, ey. Ach. Weißt du, dann denken sie, ich verliere dadurch keine Punkte. Guck dir meine schönen Stats an. 29, 10 und 14, 0. Ey, ich guck mir meine schönen Stats an. Klar. Normalerweise habe ich immer negative. Oh, wir haben gewonnen. Ach, wie kommt's denn jetzt dazu? Wie konnte das nur sein? Ich verstehe ich gar nicht.